Hallo komm, Freunde, wir starten heute Gartenrundgang November, das letzte Video der Saison, muss ich sagen. Es kommt keins mehr aus dem Garten. Es ist so, nichts mehr da weiter. Zwei was lasse ich noch stehen. Werde es nach und nach abernten und dann ist sowieso Feierabend. Wenn wir mal im Winter herkommen, ein bisschen Rosenkohl ernten und ein bisschen Bohre, das war's dann für dieses Jahr. Bevor wir den Rundgang starten, kommt wie immer die Meise. Fangen wir mal an, Garten 2. Auf alle Fälle muss ich hier nochmal Rasen mähen. Aber es ist heute zu nass. Das wird heute nichts. Wenn wir abwarten, wenn man schöner sonniger Tag ist. Das muss ich noch auf alle Fälle machen dieses Jahr. Den Pool lasse ich gerade ab. Sonst haben wir eigentlich hier so gut wie nichts mehr. Außer Grünfläche. Da haben wir hier hinten das russische Hochbeet, ist ja auch nichts mehr drauf. Hier hatte ich ja, oder besser gesagt, haben sie mich ja behumst beim Weißkraut. Dafür habe ich ja hier dreimal Rosenkohl. Allerdings ist dieser etwas später reingekommen in die Erde wie der Trieb bei mir. Hier sind noch ziemlich klein, die Röschen. Aber komm mal, können wir auf alle Fälle ein paar ernten. Dann haben wir noch versteckten Unkraut. Dreimal Bohre. Einmal. Zwei, drei. Na, der kleine hier. Der erste. Der ist nichts geworden. Der ist nichts hier. Ich will da ausreißen. Wird sowieso nichts. Aber der hier, wird noch. Und der hinterste wird auch noch. Mehr haben wir hier nicht mehr drauf stehen. Das war's. Garten 2. Na gut, die Erdbeeren haben sich gemacht. Ich habe hier auch die Ableger genommen. Gut, das war's. Garten 1. Garten 2. Jetzt gehen wir Garten 1. Leute, Garten 1. Weil ich hier im Frühling eine Kirsche hingepflanzt, ist angewachsen. Also könnte man demnächst mal Kirschen ernten in ein paar Jahren. Hier haben wir das große Loch drin in der Hecke. Da habe ich drei reingesteckt. Wir haben im Frühjahr kontrollieren, ob was gekommen ist. Dann gucken wir mal den anderen Kirschbaum. Hier haben wir das zweite Bäumchen der Süßkirsche. Ist auch eingewachsen. Mal sehen, ob ich noch eine schöne Birne kriege. Da muss man eine Birne reinsetzen. Nur drüben, anderen Seite. Ja, erstmal.
angewachsen, sehr zufrieden. Da gucken wir dann mal hier runter. Da haben wir das Beet mit den, das Rundell mit den Dahlien, die Blinder, also später runterschneiden, ausgraben. Da habe ich übrigens noch von der Stadt, die haben gestern in der Stadt die Dahlien rausgebuddelt. Da habe ich gefragt, ob ich ein paar kriegen kann. Da habe ich mir 4 Stück geben lassen, bevor sie sie wegschmeißen. Also einlagern. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir so an Essbarn haben. Und hier? Der Chef sitzt. Der Chef macht wieder Pause. Gucken wir nochmal bei den Zwiebeln, Erdbeeren und was sonst noch so da steht. Hier haben wir das Knoblauchfeld. Da zeigt sich noch nichts. Aber bei den Winterzwiebeln, da gucken schon einige kleine Zwiebelchen heraus. Es waren nicht viele, aber einige lassen sich sehen. So, 10 Stück würde ich sagen. Gucken wir erstmal aus der Erde. Dann haben wir hier Trieben angebaut. Die neuen Erdbeeren. Da ist nichts eingegangen. Auch die hier vorne, die ich noch mal gefunden habe, die stehen auch noch. Also brauche ich bestimmt keine kaufen. Reicht zu. Erdbeerfeld. So. Gehen wir mal hier rüber. Da haben wir hier noch ein paar Bohrstangen stehen, von dünn bis dick, zufrieden. Dann haben wir hier noch unseren, wie heißt es, komme ich nicht auf den Namen, Knollensellerie. Sieht auch gut aus. Lassen wir noch drinnen. Wir müssen ein paar Blättchen abmachen, einfrosten. Bevor hier der Frost kommt und die Blättchen weg sind, da werden wir noch ein paar abmachen. Jetzt gucken wir nochmal hier drüben bei den Rosenkohl. Das sieht nämlich nicht schlecht aus. Hätte ich gar nicht gedacht. Gucken wir es einmal. Da haben wir ja hier das Feld mit den Rosenkohl. Wo ich erst gesagt hatte, im Frühling, da gefällt mir nicht richtig. Hat sich aber zum Positiven entwickelt. Da habe ich sogar schon mal einen abgemacht. Das ist natürlich der größte, den ich abgemacht habe. Aber ich würde sagen, man kann, Moment, ich muss sagen, man kann zufrieden sein. Es kommt was rum. Würde ich sagen. Und die sehen alle so aus. Wenn wir nur an den zweiten gucken. Ja, die sehen alle so gut aus. Es sind zwar weiße Fliegen dran, aber das interessiert mich nicht.
Gucken wir mal bei den dritten gucken hier. In die Mitte rein. Hier hatte ich den dicken abgemacht. Den. Ja, hier hatte ich den dicken rausgemacht. Sehen gut aus. Auf alle Fälle. Kommt was rum, sagen wir so rum. Wir können was ernten. Also kann ich nächstes Jahr wieder Rosen und Kohl anbauen. Es klappt doch. Dann haben wir ja hier drüben noch stehen. Was für mein Gartennachbarn Dennis. Grünkohl. Weißen und roten. Werden wir dich bedienen im Winter. Sind zwar nicht alle so groß. Gibt ein paar Verrecker hier. Die ja dick gekommen sind. Aber die ersten drei kann man sich hier voll bedienen. Die sind schon nicht schlecht. Und dann wollte ich ja schon rausreißen. Und da hat der Chef gesagt, nein, die bleiben noch stehen. Die drei Zucchinis hier, die soll ich noch stehen lassen. Da hängen noch kleine dran. Und mehr haben wir nicht. Ich kann euch extra nochmal zeigen. Haben wir hier rausgerubbt. Gucken wir dann mal ins Körbchen rein. Rausgerissen heute. Paprikas. Haben schon die Federn verloren. Aber hier kommen nächstes Jahr wieder Paprikas rein. Aber nicht eine Seite, sondern zwei Seiten. Tomaten. Kommt nichts mehr rein. Wir haben ja dieses Jahr noch hier Ordnung drin machen, aufräumen und durchfressen. Und das hier mache ich dann im Frühling. Wird nichts im Winter, vor dem Winter nichts mehr umgegraben. Mache ich alles im Frühling. Ja, was sagen? Das war's. Letzte Gartenvideo. Saison 23. Kommen wir zum Abschlusskommentar. Ja, Damen und Freunde. Der letzte Abschlusskommentar aus dem Garten 2023. Fazit dieses Jahr. Im Großen und Ganzen war ich zufrieden aus der Garten 2. Was hinten mit dem Beet, das hat mir nicht richtig gefallen. Da kommt auf alle Fälle was Neues drauf und dann probiere ich mir da drüben auch nochmal ein Zwiebeln. Vielleicht der Kartoffel, mal sehen. Werden wir dann im nächsten Jahr die Sache kontrollieren. Darf man drauf machen. Auf alle Fälle kommt was Neues drauf. Habe ich schon im Plan. Habe ich schon Saatgut mit bestellt. Ist euch schon zu Hause. Drüben, Garten 1, war ich zu 90% zufrieden, kann man sagen. Wo ich nicht zufrieden war, war das Gewächshaus mit den Melonen und den Tomaten. Das hat nicht richtig funktioniert. Das Melone war gar nichts dran. Und Tomaten würde man vergessen. Der Pfeifer rum.
klein, mickrig, hochgeschossen. Kommt nicht mehr rein. Freilandtomaten waren super. Das andere alles auch gut. Jetzt habe ich wieder viel Zucchini angebaut. Kommt nächstes Jahr weniger. Kürbis mache ich vielleicht bis ein oder höchstens zwei nächstes Jahr. Und vorziehen versuche ich mal was im Gewächshaus, ja, ab Februar, März, man sieht, ob das funktioniert. So ein Salat und sowas, probiere ich mal. Das ist schon der Plan für nächstes Jahr sozusagen. Gut, da war es erstmal dieses Jahr. Kommen wir erstmal jetzt in die Weihnachtssaison. Gibt es wieder einiges zu gewinnen, werden Freunde. Fleißig gucken, Adventskalender und die Sonntagsvideos hier, wo Adventssonntage kommt ja auch noch extra immer etwas längeres Video und bei Kalender sind kurze Videos. Aber bei jedem gibt es was zu gewinnen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's. Bis zum nächsten Video, Gartenfreunde. Slava Ukraine. Das war's. Bis demnächst.